Moin zusammen, eine neue Folge Interview mit einem Imker. Wir hatten eigentlich geplant, mit einem Kollegen aufzunehmen, der ist leider krank geworden. Und ich habe dann auf Instagram Aufruf gestartet, so wer hat Lust? Ich hatte mir den Abend freigehalten. Und es hat sich Thomas gemeldet und Thomas erzählt uns heute ein bisschen was über die asiatische Hornisse, seine Arbeit drumherum. Ganz, ganz spannend, wie er seinen Betrieb führt. Er sagt in einem Satz, dass er mit 80 Völkern oder mit, ich glaube, er sagt sogar nur mit 50 Völkern, kann er quasi seinen Lebensunterhalt mehr oder weniger bestreiten. Ist ein super, super spannend, wie er das macht. Wir reden über Königin, über seine Betriebsweise, über seinen Job als Bestäubungsimker. Und was wir auch machen, Thomas vermehrt halt auch Königin und hat gute Linien, steckt da viel Herzblut rein und hat halt auch, wir reden viel über Ligustica-Bienen und so. Also hört es euch an. Thomas, wir haben aber nicht besprochen, Thomas hat mir im Nachhinein angeboten, für Zuschauer von Interview mit einem Imker würde er Königin anbieten, wenn ihr daran Interesse habt, E-Mail-Adresse und so weiter, ich blende es unten ein. Für Königin-Interview mit einem Imker kostet die standbegattete Königin 35 Euro, plus Versand dann noch, ne? Aber das ist wirklich ein netter Zug für meine, unsere Zuschauer, da irgendwie was zu machen. Wenn ihr Interesse dran habt, hört es euch an, guckt, was Thomas dazu erzählt. Ansonsten, das ist seine E-Mail-Adresse, jederzeit nachfragen und wenn ihr Interesse habt, gerne bei ihm bestellen. Der steckt da wirklich, ist wirklich ein sehr netter Kollege, der da viel Herzblut reinsteckt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Macht's gut! Willkommen zu einer neuen Folge Interview mit einem Imker. Wir haben heute kurzfristig dazu bekommen Thomas zu Gast. Willkommen, Thomas. Hallihallo, ich grüße euch. Thomas, du hast dich bereit erklärt. Ich hatte heute geplant, mit jemand anderes aufzunehmen und der ist kurzfristig krank geworden. Und dann hatte ich auf Instagram irgendwie einen Hilferuf. Hab gedacht, wenn ich mir schon den Abend freigehalten habe. Und du warst so freundlich und bist eingesprungen. Finde ich total nett. Erzähl uns mal, wer du bist und ja, was du machst. Wer bin ich? Mein Name ist Thomas Beißel, bin Mitte 40, komme aus dem Bergischen Land. Ich bin Erwerbsimker, nicht nur, sondern wir machen noch ganz, ganz viele andere Sachen, aber ich fange jetzt einfach mal mit der Imkerei an. Ich bin Bestäubungsimker, auch zertifizierter Bestäubungsimker. Und mein Hauptstandbein ist halt nicht der Honig, wie es bei den meisten Imkern ist, sondern mein Hauptstandbein ist die Vermietung von Bienenvölkern an Unternehmen. Die haben da entweder Bock zu, eigenen Honig zu haben oder brauchen irgendwas für ihre Nachhaltigkeitsberichte und mieten dann bei uns die Bienenvölker. Genau. Cool. Und dann hast du noch, was ist im Hintergrund bei dir? Naja, im Hintergrund bin ich noch Wespen- und Hornissenberater. Das machen wir eigentlich über die Naturnerbringer. Das ist die Firma von meiner Partnerin. Wir fahren für 9 Landkreise im Sommer, beraten zu Wespen, siedeln Hornissen um, machen dann total verrückte Sachen wie auch Bienenschwärme aus Zwischendecken rausschneiden oder Hornissen aus Kaminen rausbasteln und popeln. Das ist natürlich nicht alles umsonst und ehrenamtlich. Die Beratungen ja am Telefon. Also wir sitzen dann auch tatsächlich dann nebeneinander im Auto und dann hier mit Headset und telefonieren beide und müssen die Menschen beruhigen, weil die böse Hornisse kommt ja dann gerade da irgendwo angeflogen. Aber die Umsiedlungen, die sind natürlich entgeltlich. Wir müssen von irgendwas leben. Wir können ja auch schlecht irgendwie dann samstags in die Bäckerei gehen und sagen so, ey, ich hätte gern 10 Brötchen. Wir siedeln übrigens auch Hornissen um ehrenamtlich. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen, das klappt nicht. Und deswegen müssen wir eben halt dafür dann halt auch unsere Kohle nehmen. Und was seit letztem Jahr ganz stark eingeschlagen hat, ist die asiatische Hornisse. Da bin ich irgendwie quer durch Deutschland unterwegs gewesen zur Telemetrie und zur Tilgung.
Bin da jetzt gerade sehr viel in der Öffentlichkeitsarbeit, gebe Schulungen beziehungsweise halte Vorträge. Und das wird noch ein ganz, ganz großes Thema werden für alle Imker. Erstmal jetzt so im westlichen Teil Deutschlands, aber wahrscheinlich dann auch über ganz Deutschland, über kurz oder lang. Okay, cool. Du bist, ich habe vorhin auf der Landkarte geguckt. Ihr müsst entschuldigen, ich hatte ungefähr eine Stunde Zeit, mich vorzubereiten. Ich habe vorhin geguckt, du bist irgendwie Ich bin östlich von Ecke Köln. Ecke Köln, genau, östlich von Ecke Köln Köln. irgendwo. Das heißt, ihr habt eigentlich bei euch noch keine asiatischen Hornissen oder, weil du sagst, fährst durch ganz Deutschland, ist Direkt bei dir bei vor uns Ort? nicht. Ja. Direkt bei mir nicht. Ich habe ungefähr 70 Kilometer bis Düsseldorf, war da die erste Sichtung dieses Jahr. 100 Kilometer bis nach Duisburg. Das ist jetzt so das nächste in Nordrhein-Westfalen. Ich bin aber auch in Hessen unterwegs gewesen mit einem guten Kollegen, mit dem Rainer Jahn, und habe auch für Baden-Württemberg telemetriert. Also ich war letztes Jahr ziemlich viel unterwegs. Ja, Nehmen wir es mal mit. deswegen Was halt quer durch irgendwie ganz Deutschland. heißt Jetzt ist mein Bild weg, jetzt ist mein Bild wieder da. Ja. Telemetrieren heißt, also anders, die asiatische Hornisse, die ist halt auf der invasiven Liste der Union. Ja, aktuell noch in Artikel 19 eingepackt. Die asiatische Hornisse unterliegt damit der Früherkennung und der Tilgung. Bedeutet aber auch, die Nester müssen irgendwie gesucht werden. Das kann man einmal per Sicht machen. Ja, Hornisse fangen, fliegen lassen, gut ist. Dann rennt man hinterher und bestenfalls findet man die. Das kriegen wir hier in Deutschland noch nicht hin. Da sind die Belgier ganz stark. Eine wissenschaftliche Methode ist halt die Radiotelemetrie. Das kennt ihr irgendwie alle aus den Disney-Filmen damals, die Wüste lebt, oder hier der Bernard Jimek, wenn die da mit einer Antenne hinterherlaufen, hinter den Tieren, und sagen, da ist der Gepard. Und sowas Ähnliches mache ich halt mit der asiatischen Hornisse. Da werden Tiere abgefangen, die werden gewogen, die brauchen halt ein spezielles Gewicht, ein Mindestgewicht, und dann kriegen die um die Wespentaille einen kleinen Minisender umgebunden. Die Tiere lasse ich fliegen und rennen dann mit der Antenne hinterher und hoffe, so das Nest zu finden. Krass. Und dann. Im Groben, ganz kurz. Ja, okay. Aber du rennst dann mit diesem Ding durch die Gegend und probierst sie Ja, zu finden. genau. Ja, genau. Und was macht ihr dann, wenn ihr Nest gefunden habt? Wenn das Nest gefunden ist, müssen wir es erstmal an die Behörden melden, dass wir es gefunden haben. Also das Ganze unterliegt halt einer sehr stringenten Dokumentation, weil es halt notifiziert werden muss. Bedeutet, diese ganzen Sachen müssen dokumentiert über das Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz an die EU gemeldet werden. Und dann bekommen wir den Auftrag und müssen die Nester, das heißt ganz nett, tilgen. Ja. Schlussendlich müssen wir die Nester abtöten und zerstören. Ja. Und das ist im frühen Jahr ist es relativ einfach, also bis zum Sommer, weil die dann in Bodennähe hängen oder maximal auf 4 Meter. Aber so ab Juli, wenn die dann hoch in die Höhe ziehen, da sprechen wir dann von 10 Metern plus. Das Höchste, was wir letztes Jahr hatten, waren auch 36 Meter. Dann wird's dann spannend mit Technik und mit Hubsteiger und Festmachen und richtig Aufwand. Ist spannend, ist aber leider auch für die Behörden ziemlich teuer, und deswegen arbeiten wir auch da jetzt aktuell dran, dass wir Methoden finden, wo es schneller und effizienter und auch nicht so kostenintensiv für die Behörden wird, weil das ist schlussendlich unser aller Geld, was wir irgendwie auch versuchen sollten, im Rahmen zu halten, selbst wenn es öffentliche Mittel sind. Ja, klar. Also ich kenne mich da nicht wirklich nicht so sonderlich gut aus, aber was ich gehört habe, ist entweder mechanische Entfernung, also irgendwie Tüte drum und weiß ich nicht, alternativ mit Gift dafür sorgen, dass die Ja, irgendwie Gift in die. Tüte drum. Naja, irgendwie Wir mechanisch, nutzen, das, also, oder ja, was, worauf ich wir hinaus nutzen wollte, ein Insektizid. ja. Wir haben ein Ja, bisschen also wir Verzögerung auf der nutzen, wir Leitung, nutzen wa? ein Insektizid. Ja, die, okay. die Entfernung, die
findet nicht mechanisch statt, sondern die Tiere werden tatsächlich im Nest abgetötet. Das gestaltet sich aber auch gar nicht so einfach. Die sind echt super zäh. Ich brauche einen Schluck für den Hals. Ich quatsche wieder so viel. Wir töten mit Insektizid ab. Also am liebsten tatsächlich mit Kieselgur. Das ist zwar ein Biozid, ist aber nicht toxisch. Das heißt, das ist nicht giftig. Das kannst du so ablecken. Das wirkt halt rein mechanisch auf den Panzer und auf die Haut von den Hornissen und zieht das Wasser dann den Tieren aus dem Körper raus. Ja, das ist jetzt auch kein schöner Tod, aber wir müssen sie irgendwie abtöten. Natürlich kann man auch Insektizide nehmen, die toxisch sind. Das ist aber immer in Absprache mit den Behörden, weil wir müssen halt versuchen, dass wir die Belastung in die Umwelt so gering wie möglich halten. Was wir dieses Jahr ausprobieren werden oder was ich ausprobieren werde, ist auch mal, das geht allerdings nur bei den Primärnestern, also Nester, die ganz nah am Boden sind, mit Wärme, mit Hitze, also sprich mit heißem Wasserdampf, ob man die damit abtöten kann. Auf die Idee ist der Manfred Verhaag gekommen, weil die Apis cerana, also die östliche Honigbiene, die knäult und ja, kocht quasi die Hornissen, ja, bei 45, 46 Grad. Und das werden wir ausprobieren, ob das auch funktioniert, weil wir eben Giftstoffe so wenig wie möglich einsetzen wollen. Und diese, was man manchmal in den Medien sieht, hier mit Drohnen und Flammenwerfer und so, was hat es damit auf sich? Was meinst du genau, was man in den Medien sieht? Man sieht manchmal, wenn man so, ja, weiß ich nicht, Instagram, TikTok, ne, TikTok habe ich nicht, aber dafür bin ich zu alt. Irgendwie, wenn man sowas so durchscrollt, sieht man manchmal, wie sie woanders die. Dann fliegen Drohnen irgendwo in die Bäume und dann siehst du, wie dann da irgendwie ein Flammenwerfer drunter ist und dann probieren sie mit Feuer die Dinger zu verbrennen. Aber so, gibt es sowas bei uns oder ist das auch eher Ja, aus dem Ausland? das ist aus dem Ausland. Also ich glaube mit den Feuerdrohnen, das ist in Spanien. In Spanien wird auch mit gefrorenem Insektizid aus Paintball-Markierern geschossen. Das wird auch in Frankreich so praktiziert. Das ist hier in Deutschland aber nicht denkbar. Wenn ich jetzt bei den Paintballs bin, ich persönlich hätte da total Spaß dran. Also ne, immer mal was Neues. Aber für die Paintballs muss man halt, ja, schlussendlich ist das so. Geht aber nicht, ne? Also wir arbeiten halt mit den Behörden zusammen und dann müssen wir halt überlegen, wenn ich mit dem Paintball-Markierer schieße, dann habe ich halt Munition erstmal. So, und Paintball darf ich auf einem umfriedeten Grundstück, also im Garten, dürfte ich Paintball nutzen. Muss aber sicherstellen, dass die Paintball-Kugeln, die Markierer, eben auf dem Grundstück bleiben. Und das kann ich gar nicht, wenn ich da in Höhen von 30, 35 Metern ziele und schieße. Kann ich das nicht sicherstellen? Wir sind aktuell daran, dass wir Teleskoplanzen, so nennt sich das. Das sind so teleskopierbare ja, Lanzen, die kommen dann ab 15 Meter bis auf maximal 30 Meter, kommen die halt in die Nester rein. Die Nester werden dann von unten angestochen und dann über Druckluft wird dann eben halt auch wieder dieses Kieselgur oder ein Biozid eben ein entsprechendes in das Nest eingebracht. Das spart Zeit und das spart Geld und es spart eben halt auch Material. Und wir können halt wesentlich schneller und agiler handeln, wenn wir die Tiere gefunden haben. Wir müssen nicht dann irgendwie warten, bis wir irgendwie einen Hubsteiger gemietet kriegen oder sowas, ne? Ja. Ja. Boah, Wahnsinn. Und wie, du sagst vorhin, wir werden da noch irgendwie mit Spaß mit haben. Wird das immer mehr? Kriegt ihr die Nester oder müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das nur ein paar Jahre dauert und dann haben wir hier richtig Spaß? Also wir haben ob wir alle Nester kriegen, nee, kriegen wir nicht. Wir haben im Moment die Möglichkeit, da wir noch relativ dicht am Anfang der Invasion sind, dass wir es noch, wenn wir alle an einem Strang ziehen, eben halt so gehandelt kriegen, dass wir zumindest die Ausbreitung massiv bremsen. Vielleicht kriegen wir sie zurückgedrängt, glaube ich nicht dran. Wenn ich jetzt mal Nordrhein-Westfalen mir anschaue, wir haben in Nordrhein-Westfalen waren vier Nester letztes Jahr, genau, 2022. Davon haben wir zwei gefunden und zwei vernichtet, allerdings leider auch sehr spät erst. Das eine in Grevenbruch, das war am 17.11., glaube ich. Oh ja. Ein Nest in Heinsberg hatten wir ein Nest, das ist durchgelaufen, und ein Nest in. Ist das zweite Nest? In Duisburg, das Nest ist durchgelaufen. Die Nester haben wir halt nicht gefunden.
Hatte verschiedene Gründe. In Heinsberg waren wir einfach zu spät. Das war dann irgendwie schon Ende November. Und dann war es so kalt, dass die Hornissen halt nicht die Energie aufbringen konnten, um die Sender zu tragen. Ja, also die sind halt schwer und das haben die nicht mehr geschafft. In Duisburg hat es andere Probleme, da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber diese zwei Nester sind halt durchgelaufen. Und wenn ich mir überlege, dass ein Nest Minimum 500 Königinnen produzieren kann, Was? manche Zählungen und manche Schätzungen gehen, ja, 500 Königinnen. Manche Schätzungen gehen sogar von 1000 Königinnen aus. Und wenn wir nur 10% davon haben, die den Winter überleben und oder einfach mal ganz blöd gesagt, ein Nest produziert 10 neue Nester. Ja, das ist jetzt nicht viel. Aber dann wird es halt immer mehr. Und wenn die Sommer weiterhin so trocken bleiben, beziehungsweise auch das Frühjahr, das ist halt für die Wespen wichtig, dann kann das schon ganz schön sich verbreitern. Ne, die Ausbreitungsgeschwindigkeit, das absolut Maximale, was in Frankreich mal dokumentiert worden ist, sind 80 Kilometer je Jahr. Wobei ich da persönlich nicht weiß, ob da der Wind mitgeholfen hat oder ob dazwischen noch Nester waren, die einfach nicht entdeckt worden sind. Wir gehen aktuell davon aus, von einer Ausbreitung von 10 bis 15 Kilometern je Jahr. Das heißt, im Umkreis von 15 Kilometer könnten nächstes Jahr bei Duisburg und in Heinsberg halt neue Nester entstehen. Ja. Und wenn wir vier Nester gefunden haben und ich mir die Karte anschaue, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dazwischen auch Nester sind, zwischen den einzelnen Fundorten, wo die Nester halt nicht bemerkt worden sind, wo die Tiere nicht bemerkt worden sind oder einfach nicht gemeldet worden sind. Also wir haben dann doch wesentlich mehr Nester, wie wir gefunden haben. Ich würde sagen, noch mal genau das Gleiche, was wir nicht wissen und nicht kennen. Und so geht halt die Verbreitung weiter, ja. Wahnsinn. Und ich weiß, in Frankreich, ich sehe das immer, ne, großer Fan von Richard Noel, der das immer zeigt, wie sie im Frühjahr dann probieren, Königin zu fangen. Und er sagt, damit kriegt man es einigermaßen unter Kontrolle, zumindest lokal, mit den ganzen anderen Maßnahmen. Ist das was, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass wir bald als Imker dafür sorgen müssen, dass wir im Frühjahr irgendwie Fallen aufstellen? Oder Also die Fallen, da bin ich erstmal ganz strikt gegen. okay. Die gehören einfach in Fachhände. Wir sind hier in Deutschland, haben wir halt die geschützte europäische Hornisse, Vespa Crabro. Und diese ganzen vermaledeiten Wespenfallen, wo die Viecher drin ersaufen, wenn man sich das mal anguckt, was da alles an Beifang drin ist, die sind nicht selektiv. Und damit begeben wir uns in eine Ordnungswidrigkeit und deswegen will ich diese scheiß Fallen nicht haben. Es macht keinen Sinn, eine Königin zu fangen und dafür aber dann, weiß ich nicht, Wildbienen, Honigbienen, unsere Hornissen, damit machen wir dann mehr kaputt, wie wir gut machen. Was wir aber machen können, es gibt diese Lockpots. Das ist quasi entweder ein Honigglas oder eine PET-Flasche oder sonst irgendwas. Da ist dann im Deckel ein kleines Loch. Da kommt ein Docht rein, ein altes Stückchen Stoff oder ein Küchenkrepp zur Not. Und unten kommt ein Lockmittel rein. Im Frühjahr ist Bier ganz cool. Und im Herbst funktioniert eine Mischung aus süßem Weißwein, Bier und Himbeersirup. Das funktioniert super. Jeweils zu einem Drittel in die Flasche rein oder in das Glas rein. Und dieser Duft, dieser Lockstoff, der lockt die Hornissen an. Und wir Imker oder gerade auch die Imker, die jetzt nicht so die Art wirklich ad hoc bestimmen können, die haben halt über diese Lockpötte mehr Zeit zu beobachten und können dann eben halt entsprechend die Meldung machen. Ja? Die Meldung ist Ah, halt okay. ganz wichtig, sonst können wir halt nicht suchen. Ja, okay. Ich probiere mal ein Bild zu finden und das blende ich hier ein, wenn ich eins gefunden habe. Das interessiert mich ja auch mal. So, und die stellt man dann auf und dann hast du. Bild habe ich eins, schicke ich dir nachher. Super. Und dann stelle ich die auf und da sehe ich dann, dass eine europäische, eine heimische Hornisse da drin ist und lasse die wieder frei. Und wenn ich sehe, dass Ja, irgend. nee, die werden gar nicht gefangen. Das ist die kommen da offen dran und Ach so, durch die. lutschen da Alles quasi klar. an dem Docht dran und fliegen wieder Ah, weg. Ne? alles Aber klar, wir haben verstanden. halt mehr Zeit, um zu beobachten. Was ich sowieso jedem Imker empfehle, so ab Mitte Mai, sich wirklich mal eine Tasse Kaffee mit an den Stand nehmen und dann wirklich mal eine halbe Stunde einfach die Fluglöcher beobachten. Wir kennen von der asiatischen Hornisse halt in erster Linie
diese immens krasse Verteidigungsbereitschaft in Nestnähe. Das ist aber wirklich nur in Nestnähe, so ab 5 Meter oder sowas. Und wenn die jagen, sind die tatsächlich eher scheu. Das habe ich in Duisburg gehabt. Wir waren dann in Duisburg, kamen an den Stand, haben geguckt, so, ah ja, da fliegt einer, ne? So schnell hin, Foto machen. Ja, dann sah die uns kommen, dann war die weg. Und dann standen da irgendwie so zwei Deppen vor dem Bienenvolk rum und haben gewartet, bis wieder was kommt. Und die Hornisse saß irgendwo im Baum und hat gedacht, so, hä, ich komme nicht. So, nach einer halben Stunde kam sie dann wieder an. Das heißt, man muss auch tatsächlich ein bisschen Geduld haben. Ne? Also alle 1,5 Wochen, 2 Wochen sich wirklich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, Flugloch beobachten. Ich meine, das ist jetzt nicht nur für die Hornisse ganz cool, sondern sollte eigentlich jeder Imker machen, mal so ein bisschen die Fluglochbeobachtung. Ja. Da kann man ja dann doch schon ziemlich viel ablesen, auch wie es im Volk geht. Cool. Boah, das ist total spannend. Ich will nicht wissen, Ja. was du damit verdienst, aber darf ich fragen, ist das ein großer Teil, der auch irgendwie zu deinem Lebensunterhalt beiträgt, oder ist das Ja, so ein Hobby? mittlerweile schon. Nein, das natürlich alles, was ich mache, ist auch Hobby. Es trägt schon einen Teil dazu bei, aber auch das Equipment, was ich mir habe anschaffen müssen. Ich meine, ich bin selbstständig, ja. Wenn ich das Equipment kaufe, dann schnacke ich nicht lange, denke einmal darüber nach, macht das Sinn oder nicht, und dann lege ich mir das Equipment zu. Hat den Vorteil, dass ich halt sehr flexibel agieren kann. Aber das ganze Equipment, was ich mir letztes Jahr angeschafft habe, da liege ich grob überschlagen bei 5.500 Euro. Allein die kleinen Sender, die kosten im EK rund 200 Euro, und es ist Einmalware. Wenn ich die einmal dran gebunden habe, ich habe erst einen Sender letztes Jahr wiederbekommen, alles andere geht dann irgendwo verloren. Ja, wenn ich dann so einen Auftrag habe, Telemetrierung Baden-Württemberg, 5 Telemetrierungen, dann brauche ich halt für mich im Kopf, ne, rein rechnerisch, brauche ich 5 Sender, die ich mitnehmen muss. Es kann immer mal sein, dass einer kaputt ist, also gehe ich mit 7 Sendern in Vorkasse und fahre dann da runter. Jo. Genau, jo. So, ob ich sie jetzt brauche oder nicht, ist jetzt erstmal egal, aber die habe ich halt in der Tasche und nehme sie mit. Das ist aber halt immer irgendwo auch unternehmerisches Risiko. Es rechnet sich für mich, sonst würde ich es nicht machen, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Aber was halt keiner sieht, das ist die ganze Arbeit nebenher. Ja, jetzt sowas wie wir hier machen, das ist ganz cool, das ist halt Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch wenn ich jetzt einen konkreten Auftrag habe, ich bin mit Sicherheit mal 2, 3 Tage vorher, schreibe ich E-Mails, stimme mich mit Imkern vor Ort ab, stimme mich mit Behörden ab, fahre unter Umständen einmal hin, schaue mir das Gebiet an, mache schon mal so die ersten Flugpeilungen, und das sind alles Vorbereitungen, die man nicht direkt sieht, die aber gemacht werden müssen. Ob ich das jetzt mache oder ob das Imker machen, die da Bock drauf haben, die sind ja dann immer total findig und ach, total geile Geschichte. Wo war das? Das war in Nordrach im Schwarzwald. Da sollte ich telemetrieren. Und die Imker da, die waren echt cool. Das waren so richtige alte Schwarzwälder Imker, ne? So die wissen, was sie tun. Und der sagte so, ja, und ich habe die dann gefangen und dann habe ich die angemalt. Ich sagte, cool. Und dann, ja, dann habe ich die mit nach Hause genommen. Ich sag, was hast du gemacht? Sagt er, ja, ich habe die mit nach Hause genommen, so im Honigglas, und dann habe ich die morgens gefüttert und dann habe ich die abends gefüttert, und dann bin ich wieder hoch auf den Berg gefahren, dann habe ich die fliegen gelassen, dann ist sie in die Richtung geflogen und dann ist sie wieder zurückgekommen, und dann habe ich die wieder eingefangen, habe ich die wieder gefüttert, wieder mit nach Hause genommen, und am nächsten Tag bin ich dann dahin gefahren. Also er hat richtig mit der rumgespielt. Ja, aber das hört sich erstmal spaßig an. Es ist aber total cool gewesen, weil durch seine Berichte, und er konnte halt sehr genau sagen, wenn ich die hier fliegen lasse, fliegt die in die Richtung, und die braucht ungefähr so lange, bis sie wiederkommt. Wenn ich die hier fliegen lasse, fliegt die in die Richtung. Das heißt, wir konnten damit das Zielgebiet eingrenzen. Und das ist für die Telemetrierung, also hier eine Antenne, ist das unheimlich wichtig, weil wir können tatsächlich schon mal das Signal verlieren. Dann klettern wir irgendwo hoch, Haus, oder ich stelle mich auch schon mal aufs Autodach oder sonst irgendwas. Aber wenn ich jetzt in Duisburg zum Beispiel diese ganzen alten Bergbauersiedlungen haben, wo hier solche Wände sind mit Eisen drin oder sonst irgendwas, da geht das Signal weg. Da fliegt die Hornisse hinters Haus im Garten und das Signal ist weg. So, und was mache ich dann? Wenn ich dann weiß, in welche Richtung das Nest wahrscheinlich liegt, kann ich halt mich in diese Richtung bewegen. Entweder mit Auto, ich habe so eine Magnetantenne auf dem Auto, dann fahre ich halt durch die Gegend, und irgendwann höre ich piep, 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 dann gehe ich auf die Bremse und dann steige ich aus. Oder ich renne zu Fuß halt in die Richtung, und wenn ich die Richtung habe und die Entfernung in etwa weiß, dann finde ich das Signal auch wieder. Das heißt, ich kann wesentlich zielgerichteter und auch schneller suchen.
Und deswegen war das in Nordracht gerade das Beispiel, was ich hatte. Das war echt cool. Das hat Ja, das Spaß glaube gemacht. ich. War schon Cool. geil. Sag mal, letzte Frage dazu. Wer beauftragt dich dann? Das ist vom Bundes zu Land, zu Bundesland ist das unterschiedlich. Wir haben in Hessen ist es das Hessische Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, glaube ich, heißt es genau. In Baden-Württemberg sind es die Regierungspräsidien, beziehungsweise ich bin direkt vom Umweltministerium beauftragt worden, Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz sind es auch die Regierungspräsidien. Okay, aber es geht offizielle Meldung irgendwie an Behörden und dann kommen Das, die genau, irgendwann das auf geht an dich zu. Behörden. Das geht an Behörden und die kommen dann auf mich zu. Hier in Nordrhein-Westfalen und in Bayern, meine ich auch, wäre es so. Das geht über die unteren Naturschutzbehörden. Ja. Bevor jetzt irgendjemand deine Handynummer raussucht und dich anruft, das Ihr geht. könnt mich gerne, ihr könnt mich gerne anrufen, ich leite das weiter. Ihr könnt auch einfach über velutina.de könnt ihr die Meldung machen. Auch da sitzen wir dann dran. Wir verifizieren die Meldung halt schon mal, damit keine False-Positive-Meldungen an die Behörden gehen und ordnen das dann auch halt entsprechend zu und geben die Meldung an die Behörden weiter. Es ist eine inoffizielle Seite, aber wir arbeiten halt mit den Behörden deutschlandweit zusammen. Ne? Das ist auch die Kollegen aus Hamburg, du bist Hamburger Raum oben, bist du, ne? Altes Land um die Ecke. Ja. Die Hamburger Kollegen, die arbeiten mit uns zusammen. Wir Die hatten haben die übrigens erste. ein super. Wir hatten die erste. Die erste nicht, aber die erste 2019, glaube ich, war es. Der Kai und der Olli, die haben da echt richtig cool gearbeitet und bisher ist da Ruhe. Die haben 20, haben sie, glaube ich, vier Nester weggemacht, 21 nochmal eins. Und letztes Jahr war Ruhe. Mal gucken, schnell hier mal klopfen, Ja. dass da oben bei euch Ruhe ist. Aber das ist auch eine Verschleppung gewesen. Also die ist ja irgendwo mit dem Bahnverkehr, ist die da hoch nach Ja, Hamburg das gekommen. glaube ich. Die war ja in der Nähe vom Hafen. Da Ja, genau. sind sie irgendwo mit drinne gewesen. Ja. Cool, danke schön. Das ist total nett. Also, super, super spannendes Thema. Ich meine, es ist für uns, ja, wie du schon sagst, ich glaube, ganz erledigen wird sich das Thema nicht in der Hoffnung, dass wir damit nicht dieselben Probleme kriegen wie die Spanier oder Franzosen. Ja, Und das ist halt wünschenswert, ne? Da arbeiten wir halt dran. Es wird halt immer irgendwie als Imkerproblem dargestellt, aber das ist kein reines Imkerproblem. Die Nahrungszusammensetzung, das haben auch die Franzosen mal untersucht, wenn man es halt runterbricht auf alle drei Lebensräume, also im städtischen oder im Siedlungsbereich, dann Landwirtschaft und Forstbereich, dann sind wir ungefähr bei einem Drittel Bienenartige, also nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen, also alles, was irgendwie mit Apis zu tun hat. Dann haben wir ein Drittel Wespen und ein Drittel Fliegen und gerade die Schwebfliegen, das war ja letztes Jahr, zum Ende des Jahres gab es da mal irgendwie so Berichte und Zählungen. Die Schwebfliegen, die stehen gerade arg unter Druck und das alles, das kommt halt noch dazu, ne? Was auch kaum einer auf dem Schirm hat, hier altes Land oben. Viel Spaß, wenn ihr da viele Völker habt. Jeder Landwirt, der Sonderkulturen hat, also Obst, Pflaumen, Kirschen, was auch immer, und mit Wespen zu tun hat, der wird sich dann über die Vespa velutina, also über die asiatische Hornisse, wird er sich echt tierisch freuen, weil das geht nochmal eine ganz andere Nummer ab. Die nehmen die Früchte schon, wenn die noch nicht reif sind. Also die knabbern die unreifen Früchte an. Und das ist in Galizien so schlimm, dass sogar die Weintrauben in den Weinbergen oder die Rebstöcke, ich weiß nicht, ob die Berge haben, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht, die kriegen so Säckchen drum, um die ganze Traube, damit die überhaupt irgendwas ernten können. Sonst ist ja die ganze Ernte kaputt, gefressen. Das habe ich in Ja. Südtirol auch gesehen. Die meisten hatten irgendwie, wenn dann Säckchen drum und sonst was Ja, genau. eingefressen. Ja. Ja, also das wird bei uns dann Ja, irgendwie stimmt, mit da hast du Netzen recht. oder sowas. Ne, irgendwie sowas wird das funktionieren. Das funktioniert ja auch mit der Kirchessigfliege. Die muss halt speziell genetzt werden. Wird mit der asiatischen Hornisse ähnlich funktionieren, aber es sind halt auch alles Kosten, die Landwirte auch mit aufbringen müssen. Und das wissen wir jetzt halt auch als Imker, ne? Die Landwirte, die haben auch echt zu knapsen, ne? Also Oh ja. was der Handel da noch aufruft an Obst und was die da noch verdienen, macht keinen Spaß, aber es ist halt so, ne? Das kannst du laut sagen. Das ist gerade hier in der Ja. Region, also ja, hier lebt jeder, hier das zweite Haus lebt irgendwie von Vom Obstbau, na Landwirtschaft. ja. Ja, vom Obstbau. Das ist wirklich. Ja, so ist das. Cool. Dann lass uns doch mal drüber sprechen. Wie bist du denn? Also, ich habe 27.000 Fragen zu deiner Imkerei, aber wir müssen am vorne anfangen.
Wie bist du zu Fangen wir Bienen vorne an. gekommen und wie ging das los? Also, zu Bienen gekommen bin ich 2016. Ich bin mit meinem Sohn, der wollte damals, hat er sich in den Kopf gesetzt, Archäologie studieren. Und wir hatten bei uns dann im Ort eine Außenstelle von unserem archäologischen Institut. Und die haben irgendwie alle 2 Jahre haben die Takte auf den Türen. Wir sind dann dahin gedackelt, haben dann geguckt, so ja, toll und Feuer macht mit Schein und bli und bla und blub. Und hinten um die Ecke war dann der Lehrbienenstand von einem dortigen Imkerverein. Und wenn wir dann schon mal da sind mit den Kindern, dann sind wir dann dahin. Und werde ich nicht vergessen, der Heinrich, das ist der damalige Vorsitzende, der hat so von den Bienen geschwärmt, der kriegte so ein, das kennst du, Ja, ja, dieses ja. Gesicht, wenn Imker von Bienen erzählen, oh, meine Bienen, so, weißt du, und da saß er da so, hat dann gezeigt und dann so, ach, jetzt hat die, guck hier, jetzt hat die mich da gestochen und das ist nicht schlimm und das Schlimme ist, die muss jetzt sterben, so, und der hat mich so angefixt, dass ich dann rausgegangen bin und gesagt habe zu meiner damaligen Frau so, ey, weißt du was? Nächster fange ich mit Bienen an. Die so, ey, du bist doch bescheuert. Fängst du das auch noch an? Und der ausschlaggebende Punkt war aber, ich habe in der IT gearbeitet und hatte das zweite Burnout. Und ich brauchte irgendeinen Ruhepol. Und da habe ich mir halt gedacht, so, okay, wenn du zu den Bienen gehst, die sagen dir schon, wenn du gestresst bist. Und das haben die auch dann tatsächlich gemacht. Ich hatte dann im nächsten Jahr, habe ich dann Bienenvölker getauscht gegen Internetseiten bauen, also auch mit dem Verein und so. Ich habe dann eine Internetseite gebaut und habe dann Völker gekriegt. Im ersten Jahr dann 6 eigene Völker gehabt und den Imkerkurs gemacht. Und der Imkerkurs, der war total langweilig. Ich hatte mich den Winter über so eingelesen und der Imkerkurs, ich denke so, ach ja, können wir jetzt an die Bienen gehen? Ich weiß, was du erzählen willst. Und hatte Kommst dann du irgendwie mal raus, spitz als du gekriegt. hingegangen bist, ne? Ja, genau. Ich hatte dann irgendwann spitz gekriegt, dass wir auch einen Berufsimker bei uns im Verein haben. Mit dem arbeite ich jetzt auch noch total eng zusammen. Hallo Martin, wenn du mitguckst, keine Ahnung. Und ich bin dann, ja, ich rufe jetzt mal Martin an. Dann habe ich den Martin angerufen. Ich sage, Martin, ich fange neu an zu imkern und kannst du mich mal mitnehmen? Der Martin so, ja, klar, kann ich machen. Kommst du am Samstag mal hier hin? Wir fahren um 7 los. Wir machen Schwarmkontrolle im Raps. Ich so, ja, cool. Schwarmkontrolle im Raps machen Ja, wir. Kann ja nicht so schlimm sein. So, und dann Jungimker, ne, weiß das ja, Jungimker kostet Kohle und was hast du? Du hast erstmal so ein Billo-Hütchen, wo dann einmal Wind kommt und dann fliegt das Hütchen weg. Ja, so ein Hütchen hatte ich auch. Und dann mit Martin in Raps gefahren und der Martin sagt dann so, pass auf, ich zeig dir jetzt an dem einen Volk, was du machen musst und dann guckst du die Völker durch. Ich sag, Moment, die hier? Sagt er, ja, die ganze Reihe. Ich sag, wie viel sind das? Sagt er, 24. Ich sag, Gut, so, ich da mit meinem Hühnchen geguckt und getan und gemacht, ja, und dann habe ich das erste Mal, wie ich Bienen geguckt habe, habe ich dann 24 Völker im Raps in der Schwarmkontrolle durchgeguckt. So, und da habe ich gedacht, so, ist schon geil, musst du machen. So, und dann habe ich relativ schnell die Imkerei aufgebaut. Ich hatte dann eben halt im ersten Jahr 6 Völker, natürlich Verlust. Die Hälfte war verloren. Ich konnte dann mit 3 neu durchstarten. Das war ganz cool. Und habe dann relativ zügig aufgebaut. Aktuell betreuen wir 80 Völker. Ich habe ich glaube, im zweiten Jahr oder im dritten Jahr habe ich im zweiten Jahr habe ich einen Bestäubungsimker gemacht, den zertifizierten. Im dritten Jahr dann irgendwann den Honigsachverständigen, dann habe ich noch ein BSV gemacht und bin quasi jetzt so, dass ich, wenn ich die Laufbahn einschlagen würde vom gelernten Imker, würde ich halt die Prüfung machen und Imkermeister. Ich weiß aber nicht, ob ich da Bock drauf habe. Kann ich machen, brauche ich aber irgendwie nicht. Das klappt alles so. Ja, und Hauptstandbein ist eben halt einmal die Völkervermietung. Da sind dann so Kunden wie Zürich Versicherung oder auch Transoflex, aber auch irgendwie, was habe ich noch? Ein Reiseunternehmen habe ich. Ich hab ein schönes Restaurant. Ich hab auch ein cooles Hotel. Solche Sachen halt. Dann verdienen wir tatsächlich unser Geld damit, dass wir als Dienstleister für Stadtbienen rausfahren. Das sind halt auch so Unternehmensbienen. Das ist eine andere Betriebsweise. Das machen wir. Die Wespen und Hornissen und den Sommer über machen wir dann noch ein bisschen Königinvermehrung. Wir sind jetzt seit 2 Jahren sind wir im Backfastverband.
Arbeiten da eben halt immer drauf hin, aber da muss ich tatsächlich noch sehr, sehr viel lernen. Deswegen möchte ich mich noch nicht Züchter nennen, sondern ich bin Ah, das geht tatsächlich auch noch ein alles. Also, Königin von Meeren. keine Angst. Das ist. Ja, ich finde das halt auch den Züchtern gegenüber unfair, wenn ich sehe, Ja. was die an Selektionsleistung bringen und an Arbeit und an Aufwand, dann traue ich mich einfach noch nicht, Züchter zu nennen. Das ist unfair den wirklichen Züchtern gegenüber. Wir haben gute Linien. Natürlich schauen wir auch, was da Gutes bei rumkommt. Aber ich bin tatsächlich, oder Yvonne und ich sind tatsächlich aktuell noch Königin von Meera und noch nicht Züchter. Da sind wir erst auf dem Weg hin. Ja. Das ist den anderen Züchtern halt einfach gegenüber fair. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich kenne einige davon und was die für Arbeit und Energie und Herzblut da Ja, es ist reinstecken, das wäre unfassbar. anmaßend, sich da irgendwie, nur weil man mal auf einer Belegstelle war, irgendwie selber Züchter zu nennen. Das stimmt. Cool. Ja, das nee. Du, wenn jetzt. So, ich habe auf deiner Homepage habe ich gesehen, was so kostet, wenn du Völker vermietest. Und jetzt hast du gerade gesagt, wie viel du davon vermietest. Und wenn ich das so im Kopf überschlage, dann kommt da richtig Geld bei zusammen. Ja. Also, erzähl mal, wie läuft sowas? Wie kommst du an die Kontakte? Rufen die dich an? Fragen die dich? Wie läuft sowas ab? Gibt es da einen Vertrag? Gibt es da eine Mindestmenge Honig? Und ganz wichtig, mich fragen nämlich auch dauernd Leute nach sowas, wie läuft sowas steuerlich? Also, ja, wo fange ich denn an? Ganz vorne. Erstmal, ich bin halt eine Sabbelbacke. Ja, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn, ja, total. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn irgendwie alles durchgemacht. Ich bin gelernter Hufschmied, habe dann eine Umschulung gemacht zum Informatikkaufmann, war bei der Bundeswehr. Verkaufen habe ich auf der Straße gelernt, indem ich mit einem Wägelchen in die Geschäfte rein bin und blinkendes, krachmachendes Spielzeug verkauft habe. Also richtig Klinkenputzer, so habe ich verkaufen gelernt. Und ohne Marketing und Akquise funktioniert es nicht. Das heißt, man muss echt die, darf ich das sagen, die Eier in der Hose haben, auch mal eine Kaltakquise zu machen und die Leute anzurufen oder anzuschreiben und sagen, ey, pass auf, ich bin der Geilste, ich vermiete Bienenvölker, wie sieht's aus? Ihr seid ein mittelständisches Unternehmen, wäre doch eine coole Aktion für eure Nachhaltigkeitsberichte. So, und entweder haben die Leute Bock drauf oder die Leute haben keinen Bock drauf. Das heißt, da kommt auch halt mal ein Nein. Dann geht viel über Mundpropaganda. Ja, das heißt, die Unternehmen, die kennen sich natürlich auch untereinander. Und ja, ich guck mal hier, ich habe jetzt eigenen Honig und nächstes Jahr mache ich da mein eigenes Honigbier von und total geil und bli und bla und blub. Und so kommen dann eben halt auch Kollegen von meinen Kunden, die sich melden. Oder eben halt, weil ich so umtriebig bin, riesengroßes Netzwerk habe, halt auch entsprechend Social Media affin bin, viel schreibe, auch dann, wenn irgendwas ist, ja, dann rufe ich halt die Leute an, egal ob ich sie kenne oder nicht, und sabbel denen den Tag voll. Schlussendlich ist das Wichtigste halt immer, dass die Leute Spaß haben. Ich habe ja selbst auch Spaß dran. Also für mich ist ein Geschäft, wo ich keinen Spaß dran habe, egal ob ich da jetzt mit meinen Kollegen oder Mitarbeitern oder sonst irgendwas, ich muss immer Spaß haben, sonst ist das nichts und dann wird das nichts. Und also es ist schon eine immense Arbeit, um an die Kunden zu kommen, zumindest den Grundstock. Nachher läuft es alleine, man wird halt bekannt und dann geht es besser. Halt so komme ich an die Kunden. Ne? Wirklich E-Mails Okay. schreiben, auch anrufen. Wichtig ist, dass man die Sekretärin um die Finger wickelt, dann geht es besser, dann kommt man auch zum Chef durch. Ja, dann läuft das tatsächlich über Verträge. Also die Verträge sind ausgearbeitet, gehen gerade bei den größeren Unternehmen auch schon mal durch die Rechtsabteilung. Weil halt gewisse Sachen abgeklärt werden müssen. Also ich möchte halt, ich habe drei Völker zum Beispiel in Düsseldorf auf der Kö, das ist so direkt über Cartier. Und da darf halt kein Schwarm abgehen. So, Punkt. Ne? Muss ich halt entsprechend krass arbeiten. Ja, wenn bei Cartier ein Schwarm abgeht, ey, die haben echt, die kriegen einen Hals, ne? Das geht nicht. Muss ich halt entsprechend darauf achten. Das ist auch mit ganz schönem Aufwand verbunden. Du fährst auch für ein Volk unter Umständen mal 60 oder 70 Kilometer. So.
passte. Wenn der Kunde das so möchte, dann möchte der das so. Ja. Und es kann auch sein, dass ich, wenn jetzt Zürich ist jetzt überlegt, ob Zürich Standort Frankfurt aufmacht, mit unter Umständen 14 Völker, ja, dann fahre ich halt einen Tag nach Frankfurt. Das sind bei mir von mir 1,5 Stunden. Dann fahre ich da halt hin. Ja. Ich bin halt immer noch das Gesicht von meinem Unternehmen. Wenn es nicht passt, dann suche ich mir Leute, die für mich rausfahren. Ne? Also da, wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Das verstehe ich Und nicht. dann, ja, ich, ja, genau. Schreib's mir unten drunter, ne? Mache Deine ich, mache ich, Biene, mache ich. melden. Ja. Ja, also das ist halt, du merkst schon, ich denke wie ein Unternehmer und deswegen das Ganze ist auch gewerblich. Also ich bin umsatzsteuerpflichtig und das ist im B2B-Business eh ziemlich best, also ziemlich geil. Ich kann damit günstig einkaufen und die Unternehmen haben es vermeintlich günstiger, weil die Umsatzsteuer halt durchgerechnet wird. Also ich bin da nicht mehr im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs, ich bin da wirklich dann gewerblich unterwegs. Ne? Ich Okay. habe ein Gewerbe angemeldet, ganz normal mit Einkommenssteuer und Buchhaltung und dem ganzen Kram. Ja, Ja. ja. Okay. Schade. Ich habe gedacht, du kannst uns irgendwie Ach auf die ja. Sprünge helfen, wie man das als landwirtschaftlicher Betrieb macht. Aber Nee, nee, es nee. ist, ich habe mich da auch mal ein bisschen Es schlau ist halt gelesen. gewerblich. Ja, es ist gar nicht so einfach und wenn jemand irgendwie schreibt es in die Kommentare, aber ich bin da, ich habe den Job dann damals auch abgelehnt, weil ich gesagt habe, das ist mir ein bisschen zu heiß, wie das dann da steuerlich und so geregelt werden muss. Naja, gut, aber jetzt mal ganz im Ernst, also ein Gewerbe anmelden und da so ein bisschen Buchhaltung machen, das funktioniert schon. Es war mein eigener Ne? Arbeitgeber. Das war ein bisschen. Ja. Ja, was ich zum Beispiel auch mache, viele Kollegen, die machen es halt so, die stellen dann die Völker irgendwie bei dem Kunden hin und der Kunde muss dann den Honig abnehmen oder sowas. Das mache ich nicht. Ich sage dem Honig an, dem Kunden so, pass auf, du mietest die Völker, das sind deine Völker, aber du sollst auch was dafür haben. Also kriegst du mindestens 20 Kilo Honig, die garantiere ich dir. Punkt, fertig. Und Sag nochmal, natürlich, was rufst du jetzt ja. auf im Monat für so ein Volk mit Betreuung? Für ein einzelnes Volk 219 Euro brutto. Ordentlich, Ne? ja. Da ist dann die Fahrerei mit, genau, und dann 20 Kilo Honig im Jahr. Und dann aber halt, du hast die Fahrerei, ich ziehe tatsächlich von allen Völkern, ziehe ich Proben, die werden untersucht. Und wenn es dann halt ein Stand ist, dann ist dann halt ein Stand, der beprobt wird. Das ist mir egal. Ich will halt wissen, dass die Völker gesund sind. Gesundheitszeugnisse oder die Seuchenfreiheitsbescheinigung, die brauche ich nicht zwingend. Aber für mich ist es halt wichtig und für den Kunden ist es wichtig, dass die Bienenvölker gesund sind. So, Punkt. Ja. Dann ist es natürlich auch Aufwand, den Honig zu ernten. Ne? Ich habe auch in Düsseldorf am Flughafen, wirklich mit Sicht auf Tower, habe ich da Bienenvölker stehen. Und bis der Honig dann da runter ist, das ist ganz schön Puckelei. Und die Fahrzeit, das ist alles halt so durchkalkuliert, dass ich davon leben kann. Ich werde davon nicht reich, aber schlussendlich, wenn ich ja, so rund 50 Völker in der Vermietung habe, die schaffe ich nicht mehr alleine durch die Fahrstrecken halt. Aber damit bin ich dann rein, was die Imkerei angeht. Verdiene ich dann mit den 50 Völkern das, was andere Imker mit Honig, mit 300 Völkern machen. Und wesentlich entspannter halt, ne? Boah, naja, cool. Das ist echt, das ist mal eine andere Art. Krass. Und dein anderes Standbein ist dann Bestäubungs. Also du sagtest, ich habe den Bestäubungsimker gemacht. Mir war Genau, bisher ich bin nicht zertifiziert. bewusst, dass man da irgendwie zertifiziert werden kann. Also erklär, wie läuft das? Also ich bin zertifizierter Bestäubungsimker. Das ist ein Kurs, der geht über, warte mal, jetzt gucke ich gerade drauf, 60 Unterrichtseinheiten. Warte mal hier, ne? Pass auf. Ne? So, so sieht das aus. Oh. Das sind 60 Unterrichtseinheiten und da kommt dann auch so ein bisschen Pflanzenkunde dazu, ne? Was brauchen Sonderkulturen? Wann ist der beste Bestäubungszeitpunkt? Wie viele Völker brauche ich überhaupt? Wie stelle ich die Völker auf?
In der Bestäubung ist es halt Quatsch, die Völker in Reihe zu stellen. Das ist für den Imker praktisch, aber wenn ich in der Bestäubung bin, bin ich halt Dienstleister und ich muss das Ganze so machen, dass der Landwirt, mein Auftraggeber, eben damit einverstanden ist und zufrieden ist, was ich da leiste. Ja, ich brauche entsprechend starke Völker. Daher schieden wir auch sehr, sehr früh. Wir führen unsere Völker auf der Dand und wir haben vorgestern tatsächlich die letzten Völker geschiedet. Also wirklich sehr, sehr früh. Ich vereinbare eben halt vertraglich, dass die Völker, wenn ich die ausliefer, mindestens auf 5 Wabenbrut sitzen. Warum? Weil ich eine entsprechende Menge an Bienen brauche. Ich brauche Masse, die arbeiten kann. Und das ist so der eine Punkt, ne? Ich muss halt ein bisschen anders die Völker auch vorbereiten. Wenn ich in die Bestäubung gehe, rechne ich gar nicht mit Honig. Die Völker, die werden halt gefüttert, damit die kein Nektar sammeln, sondern damit sie halt vermehrt Pollensammlerinnen ausschicken. Die sammeln auch Nektar. Ich habe auch einen Honigraum obendrauf, aber das, was im Honigraum ist, das ist Futter für unsere Ableger. Weil das kann ich nicht verkaufen. Das ist kein Honig durch das Futter halt, was ich gegeben habe. Ja, und dann die Vorbereitung. Ich fahre dann einmal auf die Fläche, gucke mir die Fläche an, schaue, wie ist da auch die Topologie. Ja, habe ich irgendwo kalte Ecken, wo Kaltluft runterfließt oder sogar Kälteseen habe. Da muss ich vermehrt Bienen hinstellen, weil die Pflanzen da eben halt mehr Beflug brauchen, um anständig bestäubt zu werden. Ich gucke, dass ich eine gewisse Anzahl Bienenvölker auf einen Hektar kriege, je nachdem auch, was das für eine Kultur ist. Und dann schlussendlich mache ich einen Stellplan. Das ist alles Arbeit zu Hause am PC mit Flugradien und allem Zip und Zap. Also wenn ich Raps bestäuben muss, dann ist es schlussendlich egal, dann ist es so warm, dass die fliegen. Aber jetzt, dieses Jahr fahre ich in die Heidelbeere. Die ist relativ früh, die kommt hier bei uns im Bergischen. Ist die so, ja, Ende April. Und da brauche ich halt echt starke Völker und muss halt den Flugradius so wählen, dass die Tiere so, ja, 100, 150 Meter fliegen und dann sich überlappen. Weil mehr fliegen die nicht, wenn es kalt ist. Nee, Ne? klar. Zumindest nicht in die Heidelbeere. Da haben die dann keinen Bock drauf. Und zum Schluss kommt es dann noch darauf an, wann ich die Völker aufmache. Ich kann die natürlich abends hinstellen und ich kann die morgens aufmachen, aber ich sollte die Völker schon so aufmachen, dass die Pflanzen ihr Nektarmaximum haben, damit die überhaupt, also der Nektar, auch wenn ich fütter, der Nektar ist das, was die Bienen riechen und warum die Pflanzen anfliegen. Und wenn das Nektarmaximum da ist, fliegen die direkt auf die Zieltracht. Wenn ich jetzt aber meinetwegen Kürbis bestäuben möchte, der Kürbis, der blüht morgens früh um 5, gehen die Blüten auf und die gehen um 11 Uhr wieder zu. Und zwar nur einen Tag. Die müssen an diesem einen Tag bestäubt sein. Ernsthaft? Wenn ich jetzt die Völker irgendwie, macht man ja nicht, aber ja, ernsthaft, ernsthaft, ja. Wenn man die Völker jetzt dann aber irgendwie tagsüber fährt, was man ja nicht machen sollte. Und ich mache die dann mittags auf und die finden keine Kürbisblüten und dann fliegen sie in die nächste Tracht. Dann ruft mich der Landwirt am nächsten Tag an und fragt mich, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, weil meine Bienen nicht in die Kultur fliegen. Und die fliegen sich dann halt auf was anderes ein. Und das sind alles so Sachen, wo man drauf achten muss. Und ich weiß, dass Bestäubungsimkerei häufig ein bisschen belächelt wird. So, ja, stell die Bienen in Raps, da hast du mehr von. Wenn ich den reinen Verkaufserlös vom Honig sehe, dann ja. Wenn ich aber die Arbeitszeit mit einrechne, die Energiekosten mit einrechne, die Gläser, die Etiketten, und die Zeit, die ich für den Vertrieb brauche, dann habe ich genau das Gleiche raus und bin mit der Bestäubung eben halt schneller durch. Und dann hab ich nach 3 Wochen die Kohle in der Tasche, und fahre die Völker dann halt in die nächste Kultur oder eben halt, zum Urlaub in Raps oder sonst wohin. Das ist Wahnsinn. Ich hab eine Meisterarbeit gelesen von dem Gast, der leider heute krank war. Und da ging es auch darum, wo man in dem Betrieb, in dem laufenden Betrieb, womit man tatsächlich Geld macht. Und Honig war da tatsächlich ein Faktor, gesagt haben wir, eigentlich machen wir mit Honig gar nicht wirklich Geld, sondern das kommt aus Nö. anderen Bereichen. Krass, Genau. das ist. Du, bei uns läuft das ja nicht so professionell wie bei euch, ne? Also wie Obst bestäuben, wir brauchen auch starke Völker im April und
Viele kommen hierher zur Aufbautracht und lassen die Bienen dann hier fliegen, aber es ist nicht so professionell, ne? Also wir berechnen keine Flugradien, Ja. wir lassen uns die Standplätze meistens geben und sagen, dann kommen hier pro Hektar zwei Völker hin, da pro Hektar zwei Völker und so. Gibt es denn irgendeinen guten Tipp für so Semi-Profi-Bestäubungsimker wie mich, was man besser machen kann, anders machen kann, irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, ich Idiot, habe 3 Jahre lang mich damit gequält, bin da jede Woche hingefahren mit Schwarmkontrollen, dabei hätte ich einfach ein, weiß ich was, 5 Honigräume draufsetzen müssen. So, hast du irgendeinen Tipp? Also was wir machen, wir weisen ganz konsequent alle Völker im Herbst um. Also wir haben in allen Wirtschaftsvölkern die Königinnen, die im letzten Jahr geschlüpft sind. Ist jetzt für uns als Königinvermehrer ein bisschen einfacher, aber das machen wir ganz konsequent, und allein dadurch dämpfen wir natürlich die Schwarmlust schon ganz massiv. Ja, wir schauen schon auf die Völker, wie die sind. Wenn die ihren Drohnenrahmen sehr schnell ausbauen, dann bekommen die auch eher Schwarmlust. Ja, das heißt, wir nehmen dann auch Völker, die den Drohnenrahmen, der ist dann drin, und ja, dann lutschen die so ein bisschen dran rum, aber da passiert noch nicht viel. Und dann fahren wir halt auch 14-tägig in die Kultur und gucken rein. Das ist halt einfach so. Ja, es geht schon mal ein Schwarm ab, es passiert, aber es ist halt nicht die Regel. Wir setzen natürlich auch auf sehr, sehr schwarmträge Bienen. Also ja, das ist so. Ja, mit der Landbiene, die dann irgendwie in der F15 dann immer wieder standbegattet wird, natürlich kommt da der Schwarmtrieb wieder durch, und deswegen halt, wir weisen um von schwarmträgen Linien, und damit kriegt man das hin, und das geht bei uns. Wir kennen halt unsere Linien auch. Wir wissen halt, okay, da musst du ein bisschen aufpassen, die könnten schwärmen. Oder unsere Ligustica-Linie, die ist total schwarmträge, die hat da gar keinen Bock drauf. Das ist dann halt für sowas auch einfacher. Ne? Allerdings musst du dann auch, je nachdem, was das für eine Linie ist, wenn du so ein ganz brutstarkes Königin hast, da musst du dann aufs Futter gucken, ne? Weil die ballern halt weg. Das ist, ja. Nee, also da. Super. Man muss halt einfach gucken. Ja, glaube ich. Das ist bestimmt spannend. Ich habe das irgendwann, es gab auch schon Jahre her, na, da gab es mal in der Deutschen Bienenjournal, Bienen und Natur. Ich Ja, weiß kann gar nicht, sein. gab's eine Pott, da war hier als Jahresimkerin drinne. Oh, jetzt muss ich lügen. Gesa? Die Gesa, die ist oben aus Hamburg. Ja, genau. Ja, Die genau. ist So, cool. das war auch total spannend, das irgendwie zu lesen, wie die das macht und so. Das ist eine spannende Tätigkeit, finde ich cool. Wenn du sagst, du hast 80 Völker und vermietest und Honig und so, wie viel hast du trotzdem noch Tonnen Honig, die du dann irgendwie erntest, oder probierst du das mit Absicht klein zu halten? Nein, wir brauchen ja Honig allein für unsere Mietkunden. Ne, da brauchen wir Ja, Honig, gut. und Honig gehört halt irgendwie auch in jede Imkerei. Ja. Wir haben letztes Jahr haben wir geerntet, 1,5 Tonnen Honig, ist jetzt nicht die Welt. Wir hatten bei den Stadtbienenvölkern, die eben halt in den 80 Völkern Betreuung mit sind, die werden gar nicht beerntet, weil diese Völker sollen eben halt bestmöglich auf eigenem Honig überwintern. Das heißt, die werden überhaupt gar nicht beerntet. Die 1,5 Tonnen, die waren letztes Jahr keine Ahnung, wie viel haben wir abgeerntet. Ich glaube, 40 Völker haben wir geerntet. Die anderen, da haben wir den Honig auch draufgelassen. Die fanden das halt gut, auch für die Königinnen, ne? Für die Völker, die lassen wir den Honig halt drauf oder füttern wieder zu, damit die halt in Schwung kommen. Also wir haben auch 1,5 Tonnen Honig. Da geht halt ein großer Teil an die Unternehmen raus. Die kriegen halt ihren eigenen Honig oder eben halt alternativ, wenn die Jungvölker haben, Honig eben aus unserer Imkerei, von den Standvölkern. Und es geht halt immer noch ein kleines bisschen Honig in Gläsern weg, häufig auch als Dankeschön, wenn irgendwie unsere Kooperationspartner, wenn wir dann einen Stand haben und die machen Werbung für uns, dann gibt es dann auch halt einen Karton Honig, ne, oder auch mal einen zweiten.
Aber für uns ist Honig halt tatsächlich auch ein Nebenprodukt und wir rechnen den Honig eigentlich nicht zu unserem Einkommen dazu. Ja, auch die Vermarktung. Ich habe voll Bock auf Märkte, aber habe ich keine Zeit für und ich müsste am Markt, am Markttag muss ich 1.000 bis 1.200 € umsetzen, damit ich halt schlussendlich auf den Satz komme, den mich der Markt kostet, damit ich da überhaupt mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann und sagen kann, okay, jetzt legst du wieder was weg, kannst nächste Woche einkaufen gehen. Ne? Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Das kann ich einfacher. Ich bin jetzt kein fauler Imker, aber ich denke halt da eben halt nicht unbedingt als Landwirt, sondern eher in die unternehmerische Linie. Ja. Cool, spannend. Dann lass uns noch einmal in deine Saison und deine Technik so ein bisschen einsteigen. Wann geht's? Also, du sagtest, ihr habt jetzt alle Völker schon geschiedet. Wir haben alle Völker geschiedet, ja. Sonst irgendwas im Frühjahr? Nochmal Varroa-Behandlung oder Eiweißfutterteig oder irgendwie irgendwas fancy, cooles? Ja, wir tanzen um die Beute und sagen allen guten Morgen, Das ist gute gut. Nacht und Ohren waschen und so, ne? Das ist wichtig. Ohrenmarken kontrollieren auch. Nein, Quatsch. Ja, also wir haben schon Eiweißteig. Wir rühren Eiweißteig selber an. Das Rezept gebe ich nicht raus. Das ist tatsächlich Betriebsgeheimnis. Das ist auch der einzigste Okay. Eiweißteig, der funktioniert. Wir haben einiges ausprobiert, aber der klappt. Das machen wir hinterher. Ich erzähle dir, was bei mir funktioniert. Ja, mal gucken. Und ja, also wir führen unsere Völker ziemlich easy. Für uns ist wichtig, dass es den Völkern gut geht. Ich habe keinen Bock irgendwie auf gestresste Völker. Wir schieden auch nicht so eng. Wir schieden zwar früh, aber wir sagen auch, die Bienen, die müssen 2 Tage geflogen werden, 2 Tage hintereinander, damit die anständig leer sind, damit wir nicht das Problem haben, dass da ein Großteil, dem war es halt am ersten Tag zu kalt und die sind noch drin geblieben und koten den Stock voll, da habe ich keinen Nerv zu. Und dann schieden wir so auch das Jahr über, dass immer eine volle Futtertasche oder eine volle Futterwabe mit im Brutnest hängt. Ich brauche nicht die Völker so zu quetschen, dass ich den letzten Tropfen Honig oben habe. Das finde ich den Tieren gegenüber auch unfair. Die arbeiten für uns und denen soll es gut gehen. Und wenn die mal 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage schlecht Wetter haben, ja, dann sollen sie doch ihren Honig fressen. Den haben sie ja gesammelt. Und wenn er dann am Brutnest hängt, ist es doch wesentlich einfacher, als wenn die dann noch sich durch das Gitter quetschen müssen. Ne? Also wir achten halt darauf, dass es den Bienen gut geht. Ja, sonst zur Technik. Wir haben einen kleinen Jumpy und einen kleinen Anhänger. Für die großen Wanderbewegungen reicht das nicht. Da finden wir es total cool, wenn wir bei einem Kollegen, also jetzt kein Imkerkollege, sondern ein Kollege so hier bei uns aus dem Dorf, uns einen größeren Lieferwagen leihen können, ne, für die 2 Tage. Das kostet dann 100 € für 2 Tage, aber dafür brauche ich keinen neuen PKW kaufen. Was haben wir noch? Wir haben eine große Halle gemietet, insgesamt 300 Quadratmeter. Wir selber nutzen aktuell ungefähr die Hälfte, der Rest ist untervermietet. Die große Halle haben wir aber komplett genommen, weil wir uns eben halt erweitern wollen und erweitern müssen. Und was haben wir sonst? Tatsächlich habe ich keinen eigenen Schleuderraum. Wir bauen den Schleuderraum bei uns im Verein. Den bauen wir immer weiter aus und schleudern halt im Verein. Ist einfach dem geschuldet, dass wir hier eine Mietwohnung haben. Wir leben in einer Mietwohnung. Und da ist in der Größe, die wir haben, ist hier kein Schleuderraum passend drin. Deswegen haben wir das Schleudern ausgelagert. Was machen wir noch? Wachs lassen wir umarbeiten bei einem guten Kollegen im Sauerland. Machen wir eine Eigenwachsumarbeitung. Ist ganz cool. Das ist dann immer ein schöner Ausflug. Fahren wir ein Stündchen hin, sind 3 Stunden da, trinken Kaffee, gucken uns sein Unternehmen an und seinen Betrieb an, schnacken ganz nett und fahren dann wieder zurück. Ja, was haben wir noch? Honiglager ist im Keller. Ich rühre mit dem Handrührer. Habe ich einfach Bock drauf, Oh Gott, ob oh das Gott, oh jetzt, ja, das hab ich Bock drauf. Ich stelle mir dann die Eimer hin, halte den Handrührer rein, rühre die zweimal durch und dann ist cool.
Habe ich Spaß dran. Und Das, ich habe du bist, keinen glaube ich, der Platz für. einzige Berufsimker in Deutschland, der von Nee, Hand nee, nee, holen nee, nee, wird. nee, nee. Der Martin Müller aus, wo kommt der her? Aus Brandenburg, der macht das tatsächlich auch so. Der, Okay. sein Vater, der war irgendwie Metallbauer oder sowas und er hat ihm so die Spirale gelötet, geschweißt und er geht dann auch so. Du, 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 du. Der hat dann die ganze Batterie in seinem Lager stehen und geht dann einmal durch. Das funktioniert. Das funktioniert. Der Honig wird auch gut. Man muss halt gucken, was man macht. Ja, passt halt einfach. Ne? Wir sind halt tatsächlich vom Platz her begrenzt, was bei uns ist. Aber es ist halt so. Irgendwann haben wir dann halt entsprechenden Wohnraum mit entsprechenden Produktionsstätten und dann wird es auch anders werden. Dann werden wir auch von der Technik her uns besser aufstellen. Das heißt, wir werden da einen eigenen Schleuderraum reinbauen. Auch mit einem anständigen Honigsumpf, da können ja die meisten Vereinsimker gar nicht mit umgehen. Was sollen die mit einem Sumpf, wenn die ihre zwei Völker Ja, abschleudern, klar. dann Sumpf halt voll. Das ist totaler Quatsch. Und ja, was mache ich noch als Hobby? Und wenn ich Bock und Spaß dran habe, mach ich ein bisschen Met. Ja. Cool. Ja. Ja. Ich brauche gar keine Fragen mehr stellen, das war perfekt. Du sagst, du hast also ganz normale Dardan-Kisten, irgendwas Besonderes dran, irgendwie. Wir wandern mit 10er-Dardan-Kisten, weil wir davon mehr Ja. geladen kriegen. Ja. Und unsere Königin, die lassen wir aber die erste Saison in 12er-Dardan-Kisten laufen, damit wir einfach gucken, was können die. Das ist für Ach, uns ernsthaft? ein Selektionskriterium, ja, ernsthaft. Okay. Wie viele Brut machen die? Und deswegen lassen wir die erste Saison auf 12er-Dardan-Kisten laufen. Ja, und dann haben wir halt 5er-Ablegerkisten, beziehungsweise 6er. Wir packen nur 5 rein, weil das wird so voll, dass wir die Bienen rollen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das muss nicht sein. Und Mini Plus haben wir, ne? Ja, für Okay. die Königin halt. Ja. Aber ansonsten, Ja. die 10er-Dardan-Kisten, die reichen halt auch meistens. Meistens. Oft fliegt der Sheet dann raus, aber die reichen dann schon häufig doch. Das heißt, du hast auch halbwegs potente Bienen. Erzähl mal, du sagtest Backfasszucht. Also nicht Ja. Zucht, Vermehrung, aber erzähl mal, was macht ihr? Wie vermehrt ihr? Wie viel musst du nicht sagen, aber so, dass man einen Eindruck hat, Das kann ich was da sagen, bei euch das ist los überhaupt ist. gar kein Problem. Letztes Jahr haben wir 360 Königinnen gemacht, Ui. waren auf drei Belegstellen. Wir waren auf Baltrum, wir waren auf Wippra beim Ralf Kolbe und wir Ja. waren auf Annaburger Heide. Ja. Haben aktuell zwei Linien, die im Pedigree sind und zwei Linien von anonymen Königinnen, die haben wir letztes Jahr das erstmal angepaart. Da müssen wir jetzt dieses Jahr erstmal gucken, was rauskommt. Wie machen wir Zucht? Wir machen das eigentlich, die Züchter werden jetzt alle mit mir schimpfen, die werden sagen, Weißel, du bist so ein Arsch, du bist so ein Idiot, so macht man das nicht. Aber wir machen es so. Wir haben es halt von unserem Berufsimker so abgeschaut. Er muss halt auch immer sehr viele Königinnen für seinen eigenen Betrieb vermehren. Und wir machen das Pflegevolk, bereiten wir vor, indem wir sämtliche Brut aus dem Pflegevolk holen, mit Königin, die Bienen im Pflegevolk lassen und die Kiste mit der Königin 5 Meter weiter wegstellen. Punkt. Dann habe ich unter Umständen drei Waben drin. Mache eine Wabengasse und hänge danach 2 Stunden den Zuchtstoff rein. Das funktioniert. Ja. Ich hab vielleicht keine Annahme von 99% oder 95%, aber ich habe eine Annahme von 90% oder 85%. Und für unseren Betrieb reicht das so. Die kommen danach nach dem Anbrüten, also die Kiste wird nach 24 Stunden wieder zusammengebaut und die Rämchen, die werden dann im Honigraum weitergepflegt. Also wir haben Honigrämchen, die wir unten reinhängen zum Anpflegen. Danach Ja. hängen wir die über Absperrgitter in den Honigraum, dann werden die zu Ende gepflegt, beziehungsweise ja, verdeckelt. Und sobald sie dann verdeckelt sind, kommen sie bei uns im Brutschrank.
danach eben halt auf Mini Plus, beziehungsweise die Königin, die direkt in Verkauf gehen sollen, die werden im Apidea begattet und aus den Apideas raus nach 4 Wochen, also wenn die 4 Wochen gelegt haben, 5 Wochen gelegt haben, dann müssen die aus dem Apidea raus, weil dann platzt das Apidea und dann geht die Königin eben halt in Versand und wird verkauft. So machen wir unsere Königinvermehrung. Mit Sicherheit gibt's Imker, die das besser machen, anders machen wie wir, aber wir kommen für uns damit eben halt ganz, ganz gut zurecht und für uns funktioniert das so. Jo, ich meine, klingt doch. Ich bin verwundert über 360 Könige. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn du sagst, du weiselst deine eigenen 80 Völker ungefähr um, hast dann noch ein paar, die in Verkauf gehen oder so. Aber das ist ja doch eine ganz schöne Menge. 360. Da hast Naja, du das was machen zu andere tun. Züchter in einer Woche. Ja, natürlich. Also, Das ne, dass du damit nicht mit machen Markus Züchter in einer Gallenker Woche. Also, konkurrieren kannst, ja. das ist schon richtig. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte jetzt gedacht, Nee. das ist weniger so, aber hey, cool. Ja, schön. Und du sagtest, ihr habt Ligustica? Irgendwas Wir haben aus. Buckfast, also eigene Buckfast-Linien. Und letztes Jahr uns eine Ligustica-Königin mal zum Ausprobieren, haben wir uns die zugekauft. Das macht Spaß, aber damit muss man auch umgehen. Also die macht die Kiste schon echt voll, ne? Also die hatte Brut auf tatsächlich 10 Dadant-Rämchen. Die hatte nur eine Wabenseite zur Beutenwand hin, die war nicht bebrütet, alles andere war voll mit Brut und die Kisten, die waren echt voll. Da waren 5 Honigräume drauf. Das war schon gut. Eindeutig. Also das ist einfach nur eine Knallmaschine, aber die nimmt halt auch entsprechend Futter. Ne? Da muss man aufpassen. Das ist auch nicht für jeden was. Also da muss man wissen, was man tut. So die das ist jetzt böse, die Altimker, ne, die dann so 16 Kilo Futter reinkippen, die haben damit keinen Spaß, weil dann ist sie dann im November schon verhungert. Also wir haben die eingefüttert mit, ich glaube, 26 Kilo hatte sie. Und die haben wir vorgestern mit 2 Kilo Flüssigfutter nochmal nachgefüttert. Und heute beim Futterkranzprobe ziehen haben wir dann nochmal 5 Kilo draufgetan. Nein. Also, ja. Also Also, irgendwas Mitte 35 und 35 ja, Kilo oder genau. Ja, aber das muss was? man halt wissen. Schlussendlich besetzt jetzt 6 Dadant-Rämchen, ne? Also die ist auch geschiedet, die hat 6 Dadant-Rämchen, sitzen die Bienen wirklich ganz dick Backe drauf voll. Und die hat 4 Rämchen mit halber Brut angelegt, also die 4 Rämchen beidseitig mit halb Brut, die schon verdeckelt ist. Das heißt, da geht es jetzt in den nächsten 1,5 Wochen, geht's Steine da um. echt, ja, genau, dann ist die Kiste voll. So, und die ist quasi in 4 Wochen wäre die schon trachtreif. Ich muss mir auch unbedingt mal eine Ligustica zulegen. Der Markus Gann hat welche. Ja, das weiß ich. Und kenne auch noch ein paar andere Leute, die welche haben, aber ich Ja. muss mal. Ne? Ihr wisst ja, dann sagt mal Bescheid, wenn ihr mal eine übrig habt da draußen, dann. Ja, das ist cool, ey. Finde ich total spannend. Und die Klasse. sind, also schlussendlich sind die einfach nur total schön anzusehen. Also ich stehe ja auf gelbe Bienen. Ne? Biene ist Biene, ja, aber wenn ich so die Goldlöckchen sehe und dann die Drohnen total blond, das ist schon, jetzt fange ich es schwärmen an, so wie der Genau. Altimker damals, der mich angefixt hat. Also die sind schon echt schön, ne? Wenn ich mag es halt einfach, ne? So die kleinen Blonden und die Königin, die sind ein bisschen kleiner und ach, das ist schon schön. Das ist so ein Volk, wo ich dann auch die Zeit vergesse. Und dann so, oh, und hier, oh, wie süß, oh. Ich wollte immer so, ey, komm voran weiter, wir müssen los. Ne? So, ach ja, Moment, noch eben das Rämchen. Ach, da ist die Königin. So, jetzt aber. Ne? So, ja, also das passiert bei mir auch, ja, tatsächlich. Krass, cool. Schön. Wie vermehrt ihr denn und verkauft ihr Ableger irgendwie oder erzähl mal ein bisschen, Haben wir was bis, macht. also haben wir die letzten 2 Jahre wollten wir Ableger ziehen und verkaufen nach der Methode von Jos Gut. Oh, ja, erzähl, bin ja gespannt. Der vermehrt, ich weiß nicht, kennst du das, Ja, wie er ich kenne das. vermehrt? Ich Er habe setzt das halt dieses Jahr auch ausprobiert. in Ablegern und Letztes. zwei, ja, genau.
Aber irgendwie bin ich da zu doof für. Das funktioniert bei mir nicht. Das hat letztes Jahr mal gut geklappt, mal nicht so gut geklappt. Das werden wir jetzt nicht mehr machen. Da ist uns der Aufwand einfach zu groß für gewesen. Wir ziehen jetzt halt ganz normal die Waben. Wir machen ganz normale Ableger. Allerdings kommt da direkt eine Königin von uns drauf, die wir brauchen. Wir machen auch keine Ableger mit einer Wabe, sondern bei uns sind es mindestens zwei Waben, bestenfalls drei Waben. Je nachdem, wie die Völker aussehen, machen wir auch die Ablegerkiste mit fünf Waben voll und dann kommt ein Fütterer oben drauf. Das ist uns auch Latte. Haben wir halt schon starke Völker, die man auch dann gut in die Vermietung geben kann. Die sehen dann halt mal was aus, ne, wenn dann schon anständig Flugbetrieb ist. Ansonsten haben wir letztes Jahr das erste Mal mit Honigraum Ablegern probiert. Kennst du das? Weißt du, was ich meine? Also du erntest ab, setzt die Honigräume quasi mit besetzten Bienen auf eine leere Kiste mit Mittelwänden Ach so, ja, mache ich auch. unten eine Ja. Futterwabe rein. Schlägst ein paar Bienen in die Kiste, Königin unten zu, Absperrgitter drauf und die Honigräume oben drauf. Es gibt super, super Völker. Ja. So vermehren wir. Und unsere Völker sehen halt keine Ameisensäure, sondern wir machen im Wechsel ein Jahr Königin Käfigen für 24 Tage und ein Jahr totale Brutentnahme. Und die Brutentnahme machen wir dann Anfang Juli, dann ist die Milbenlast halt noch nicht so groß. Und dann haben wir noch Brutscheunen, die dann auch noch funktionieren. Die funktionieren wesentlich besser, als wenn man die nach der Tracht macht, weil dann kratzen die tatsächlich schon an der Belastungsgrenze mit den Milben und von den Brutscheunen bricht dann doch einiges zusammen. Das haben wir am Anfang gemacht. Das machen wir nicht mehr. Dann lieber kurz vor Trachtende, also Anfang Juli. Die Völker sammeln dann nochmal und die Brutscheunen werden was. Ja, so vermehren wir unsere Völker. Cool. Ja. Ist mal ganz locker eine Verdopplung der Völker möglich, wenn es die Kisten hergeben. Ja, das übliche Problem, ja. Nee, mach ich auch so. Ich mag das total gerne. Also ich löse so meistens meine Mini Plus auf, ne? So Ja, die genau. Königin, die ich dann damit gemacht habe, die schüttel ich da rein. Die Brutwaben kommen dann zu den anderen Mini Plus, aber dann hast du da irgendwie 2, 3 Tagen Mini Plus, die kommen in eine Kiste. Und dann, wie du schon sagst, Königin unten rein, Flucht rein, ja fertig. genau, Bienenfluchten und 2, 3 Honigräume obendrauf und dann läuft das eigentlich. Ja, Ja, das ist cool. das ist cool, ja. Wenn du sagst Königin Käfigen, mache ich auch. Habe ich mich die letzten 3 Jahre so langsam rangetastet. Letztes Jahr das erste Mal komplett alle Völker. Und ich bin super damit zufrieden. Ja, ich auch. Welche Käfige nimmst du und Wir nehmen die Separatorenkäfige, das sind diese Großkäfige. Die kann man bei dem Imkereifachhandel aus Polen bestellen. Sind cool. Kommt einfach eine Leiste oben dran und die Königin hat genug Platz zu laufen. Es gibt Imker, die überwintern ihre Königin da drin, damit die Völker auf jeden Fall brutfrei sind. Das habe ich mir nicht getraut, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber 24 Tage Käfigen. Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, eine Königin hat es nicht geschafft. Wir hatten auch letztes Jahr dann versucht mit den kleinen Käfigen, die man an den Oberträger festklippt. Da sind zwei Königinnen sind abgestochen worden. Aber ich finde die großen, das ist geil. Die hänge ich rein, Ja. Königin rein, fertig. Und danach einmal mit Oxalsäure träufeln und dann ist gut. Ja, das ist, Kannst du mir überhaupt nichts beibringen. da Das habe brauche ich ich. mich nicht auf die Das. Ameisensäure verlassen. Die Sommer, die sind mir zu warm geworden. Ja. Das ist sehr cool. Ja. Also genau so mache ich es Doch, auch. Ne? wir betanzen noch die Beuten. Wir tanzen um jede Kiste rum Ja. und die Milben, die erschrecken sich so sehr, dass sie dann runterfallen. Sehr gut. Ah, okay, nee, cool. Also ich mach's auch so, ne? Ich habe Waben, bin ich noch nicht zugekommen. Also ich liege gerade zufällig neben mir, ne? Ich habe hier so Käfige, die ich mir selber drucke. Und da kommen sie dann auch so irgendwie plus minus um die 24, 21 Tage rein. Und ich habe die letzten Jahre immer noch reingeschnitten in die Waben, was auch zügig geht, ne? Also so die passen zwischen die Ja, Drähte, lass einbauen, fertig. ja, so genau. Und im Eigentlich war meine Intention, habe ich dieses Jahr nicht geschafft, die dann auch direkt mit rauszunehmen mit der Wabe, sodass ich im nächsten Jahr einfach nur die Wabe wieder reinhängen kann und das jetzt schon. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich mache dann auch einmal Oxalsäure träufeln
Und also ich meine, sprühen fand ich gefühlt irgendwie ein bisschen wirksamer, aber geht natürlich nicht bei der Völkermenge. Und du träufelst dann auch höchstwahrscheinlich ordentlich, ne? So, also ich halte mich da irgendwie an die Kollegen aus den Instituten, die das auch machen. Und die sagen auch, da muss schon über 100 Milliliter, 120, 130, 150 Milliliter da rein. Machst du das auch oder? Ja, also wenn ich sage, wir behandeln mit Oxalsäure, dann behandeln wir ehrlicherweise mit Varomet. Hat aber den Okay. Grund, weil Varomet kann ich einfach, schnapp mir die Flasche und fertig ist. Das ist ein bisschen teurer, aber es ist mir egal, die Buden kosten halt Geld. Ich weiß von einem Kollegen, der macht das ähnlich, aber der hat tatsächlich hier diesen Sprühnebler, ne? Hier kennst du ja so diesen Insektenschutzsprüh oder was Ja. früher der Opa hatte auf dem Rücken. Da Ja, packt der Oxalsäure rein, macht den Deckel auf, sprüht die Bienen einmal ein und macht den Deckel wieder zu. ja. Ich weiß aber nicht, wie gut das funktioniert oder nicht, ne? Also Ja, ich halt dann auch also Varomet geht einmal durch die Gassen. ja. Wenn die Völker brutfrei sind, funktioniert Varomet. Wir haben es ein Jahr im Block also probiert. Das war mies, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Deswegen halt einmal brutfrei machen. Und Also, ja, Ameisensäure, ich manchmal tue mich denke ich, mit als würde ich mit mir Ameisensäure selber echt reden. schwer. Das, genau die Ist doch Erfahrung habe cool. ich, ja, genau die Wir Erfahrung habe ich auch gemacht. sind halt moderne Imker, ne? Ja, also in dem Fall war es ein Griff ins Klo. Also nur sich auf Varomet, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich würde natürlich nie sagen, dass das bei Mir auch anderen nicht. nicht funktioniert, aber bei Nein. mir, da war damit nicht zufrieden. Wir auch nicht. Also wir nutzen es tatsächlich nur, wenn die Völker brutfrei sind, weil dann klappt's. Ja, Punkt. Das ist für uns halt einfach ein Mittel, das geht schnell. Ich muss keine Spritzen aufziehen oder sonst irgendwas. Habe ich keinen Bock drauf. Ich schnapp mir das aus dem Regal, hab's im Auto, kommt in eine Wärmetasche mit einem Wärmebeutel drin, damit's auf Temperatur ist. Jetzt für den Winter, im Sommer brauche ich es nicht, aber im Winter halt. Und dann geht das zack, zack, zack schnell. Wir arbeiten parallel. Also ich mache die ganze Imkerei nicht alleine, die mache ich mit meiner Partnerin zusammen. Und das geht für uns schnell. Und auch wenn Varomet relativ teuer ist, ich bin halt selbstständig und muss meine Zeit irgendwo rechnen. Ja, na Und klar. so, was soll ich Nein, den das Kram immer ist. anrühren? Ja, nee, verstehe ich, verstehe ich. Cool. Ja, ich glaube, so, dann fütterst du irgendwann deine Völker wieder ein und dann geht's in den Winter. Und dann war's das Ja. quasi auch schon, ne? Ah, Nein. schnelle die Saison. Also wir füttern die Völker ein und dann kommen die ersten Anrufe. Da oben hängt ein Nest von der asiatischen Hornisse. Das heißt, Ja, dann geht die. ich habe, dann geht das los. Sprich, ab August bin ich dann eben halt für Vespa velutina unterwegs. Und das letzte Nest haben wir weggemacht am, ich glaube, das war der 6.12. in Heidelberg. Dann haben wir das letzte Nest weggemacht. Und dann ist Weihnachten und dann kommen dann die Anfragen für Vorträge. Also frei hatten wir zwischen Weihnachten und Neujahr. Das war's. Selbst und ständig. Selbstverständlich, aber es ist geil. Ich Ja, cool. muss mich nur über mich selber ärgern, wenn am Monatsende die Kohle nicht stimmt. Da brauche ich mich nicht über den Chef ärgern, sondern kann ich mich über mich selber ärgern. Ja, das glaube ich. Cool. Wie geht's jetzt mit deiner Imkerei, mit deinem Unternehmen, muss man sagen, weiter? Haben wir demnächst der Honigdachs in Gesamtdeutschland und du bist die Institution, wenn es um Bienenvölkervermietung geht? Oder was ist dein Plan für die nächsten Jahre? Ich mache allen Kram mit. Das Schöne ist, wir haben halt von vornherein auch verschiedene Standbeine aufgesetzt. Ich habe mit der Imkerei angefangen und gedacht so, ah ja, ich stelle mal einen Businessplan auf und kam dann ganz schnell so mit Honig, ne, so, ah ja, 300 Völker. Ey, scheiße, da brauchst du ganz schön viel Technik. Nee, hast du keinen Bock drauf. Und habe dann auch sehr schnell halt
Weißt du, ich habe ADHS, ne? Das heißt, mein Kopf, der muss immer irgendwie was Neues machen. So, und das hilft mir tatsächlich. Das ist für mich in meiner Situation ist das eine Superkraft, weil sonst könnte ich das gar nicht. So, und da kommt dann halt irgendwas, ne? Yvonne sagt dann immer so: Ja, das Universum schmeißt dir was hin. Und der Thomas guckt sich das dann an und denkt so: Oh, okay, das könnte funktionieren. So geht es halt auch mit ganz vielen Bereichen, was wir irgendwo zusammen machen. Ich bin jetzt aktuell, warte ich zum Beispiel auf Verträge als Deutschlandhändler für einen französischen Anbieter von den Teleskopstangen, wo ich eben schon mal von gesprochen habe. Schlussendlich verdiene ich da nicht viel dran, aber es hat den Hintergrund, dass die Behörden ganz gerne einen Ansprechpartner haben, wo das alles herkommt. Punkt. So. Wenn sie es über mich bestellen, cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Habe ich weder verdient noch verloren. Das ist dann halt so. Aber dadurch, dass ich halt unternehmerisch beweglich bleibe, kommen halt auch immer wieder ganz andere Sachen. Wir haben jetzt aktuell am 1. März haben wir eine Fortbildung zur Entnahme von invasiven Arten. Kommt jetzt durch die Vespa velutina. Ist halt eine invasive Art. Und irgendwie rutschen wir dann da in dieses Thema rein, ne? Baden-Württemberg Kettennattern oder im Rheinland-Pfalz und auch hier in Baden-Württemberg eben halt der Ochsenfrosch, an der Mosel Schildkröten, die sich vermehrt haben und Eier gelegt haben. Ja gut, dann geht man halt in die Richtung. Ne? Dann rufe ich dann bei den Behörden an und sagst du, pass auf, und das haben wir vor. Wie sieht's aus? Cool oder nicht cool? Und dann kommt, ja cool, sowas brauchen wir und dann machen wir halt die Fortbildung. Punkt. Fertig. Ich langweile mich halt, wenn ich mich nicht irgendwie weiterentwickle. Und deswegen kommt dann halt immer irgendwas in den Bereich, wo ich dann wieder Spaß dran habe. Ne? Auch mit meinen Mietvölkern. Dann habe ich Kontakte zu Umarbeitern. Ne? Ja, warum soll ich denn nicht anbieten für meine Kunden, wenn die sagen, so, pass auf, ich habe jetzt 100 Kilo Honig, das ist mir aber zu viel, das schaffe ich gar nicht. Ja, dann lass ich doch umarbeiten. Ja, cool, das ist eine geile Idee. Was kann ich denn umarbeiten? Ja, du kannst umarbeiten zu Met, du kannst umarbeiten lassen zu Honigbier. Wenn du Bock auf Honig-Senf hast, kannst du Honig-Senf machen, wie du Bock hast. So, und dann habe ich halt Kontakte und ne, hier, so pass auf, hier 20 Kilo kannst du umarbeiten. Jo, schick vorbei und dann mache ich das. Ist für die Kunden ein finanzieller Mehraufwand, aber die freuen sich drüber. Und wenn sich jemand drüber freut, warum soll ich das nicht machen? Ne, Ja, klar. die sind begeistert, die haben da Bock drauf und damit ist das cool. Ne? Oder auch so Sachen wie dann so eine Presseveranstaltung hat das Hotel jetzt gehabt. Die hatten neue Azubis und wollten halt so ein bisschen Public Relations machen und sagen: Ey, Thomas, kannst du kommen? Und ich sage: Ja, klar, kann ich kommen, aber du hast mein Angebot gehabt, der Pressetermin kostet Kohle. Ja, klar kostet der Kohle. Wir wollen ja auch die Bilder behalten. Ich sage: Ja, genau so. Ne? Dann, das heißt, die Bildrechte, die Tonrechte gehen dann an den Kunden über und damit sind die voll cool. Die kennen es halt auch nicht anders. Und das stellt halt auch so eine gewisse Professionalität dar, wenn ich halt mit den Kunden in ihrem Kontext reden kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was es ausmacht, wo ich Bock drauf habe und wo die Kunden Bock drauf haben. Ja, ich glaube, Das so kann man es sagen. glaube ich. Das glaube ich. Es klingt total gut. Es ist. Ah, da müssen wir Imker ja sowieso irgendwie mal so unternehmerisch denken und so. Es steht uns ja manchmal. Sind wir manchmal Schwierig, nicht die ja. Besten drin? Ja, sehen wir ja so, wenn wir über Honigpreise und sowas reden, ne? Aber finde ich total gut, da mal einen anderen Blickwinkel drauf zu kriegen und mal so ein bisschen, wie man das Ganze eher unternehmerisch Ja, betrachtet, wie man auch auf Augenhöhe aber auch diskutiert die manchmal. Honig. Ja, auch mit den Honigpreisen. Wenn ich jetzt gerade auch ältere Imker, die natürlich irgendwann mit den Bienen angefangen haben, weil sie ihre Ruhe wollten. Ne? Die haben dann ihre Bienen und wenn sie bei den Bienen sind, haben sie ihre Ruhe. Das ist ja auch legitim, das ist ja auch in Ordnung. Und sie müssen, in Anführungszeichen, den Honig halt für 3,50 € oder für 4 € verkaufen, weil sie nicht mehr bekommen. Ja, das kann sein. Wenn ich irgendwo mitten auf dem Land bin und die Kaufkraft ist halt nicht so groß, dann ist das so. Aber in dem Fall rechne ich halt einmal so, okay, wenn der Imker, ich ärgere mich da nicht drüber. Ne? Wenn der Imker den Honig für den Preis nicht verkaufen kann und einen günstigeren Preis hat, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder sagt der Kunde, okay, was nichts kostet, das ist nichts.
Ne, dann bleibt der Honig liegen. Oder ich sage, pass auf, lieber Imker, du kriegst den Honig nicht verkauft. Du bleibst auf deinem Honig sitzen. Ich gebe dir 5 Euro oder 5,50 Euro fürs Kilo im Hobok. Von mir ist auch 6 Euro oder 6,50 Euro fürs Kilo im Hobok. Dann bist du los. So, ich freue mich, ich habe ein Geschäft gemacht, weil ich kann den Honig, das ist ja auch guter Honig, was die machen. Ja, klar. Den kann ich halt abfüllen und verkaufen, wenn ich im Direktvertrieb bin. Oder halt nicht. So, warum soll ich mich darüber ärgern? Das ist halt so. Nur unser Honig, wir verkaufen das bisschen, was wir noch verkaufen, verkaufen wir nur in 250 Gramm Gläsern, auch nur unter eigenem Label. Und die Kunden, die kaufen den Honig für 4,50 € im kleinen Glas. Und wir sind total ländlich. Die finden aber die Etiketten geil und kaufen sich die Sortenhonige einfach nur, damit sie den Honig in jeder Farbe im Regal stehen haben. Punkt. So. Geil. Ja, und ne, das ist halt, wir müssen halt ein bisschen Marketing üben. Wir müssen ein bisschen Vertrieb üben und wir müssen tatsächlich auch ein bisschen unternehmerisch denken. Ich habe einen guten Imkerkollegen, da muss ich jetzt eine Woche noch hin, ich habe noch ein bisschen Wachs von dem, der sagt, ich berechne meinen Honigpreis nach meinem Aufwand. Ich rechne meine Arbeitszeit nicht, weil es mein Hobby ist. So, die Zeit, die ich bei den Bienen bin, die möchte ich nicht rechnen, die möchte ich genießen, da möchte ich keine Kohle für haben. Aber ich möchte fürs Glas Kohle haben, ich möchte für den Honig Kohle haben, ich möchte fürs Füttern Honig haben, für Behandlungsmittel etc. pp. Und sowas ist für mich in Ordnung, wenn man sich da zumindest Gedanken drüber macht und sagen kann, ich habe meinen Honigpreis so kalkuliert. Die meisten Imker, jetzt mal ganz ehrlich, die gucken, ah, der Honig, der kostet 5 Euro. Okay, nehme ich auch. Ja, 5 Euro hört sich gut an. So. Ja, ist auch. Kann Haben man aber nicht nie viel wegsehen. durchgerechnet, was das wirklich kosten würde. Ja, na klar. Genau, ne, Ja, klar. geht schnell. Ja. So, Aber da kommt auch noch, und wenn ich richtig überlege, was. Ja. ja, und wenn ich überlege, wie viel Kosten wirklich eine Imkerei hat, bevor irgendwas übrig bleibt, das ist schon viel. Das ist ne, allein die Energiekosten, die Schleuder, die läuft ja nicht mit Luft und Liebe. Nee, das Ähm, dann, stimmt. dann muss der Honig aufgetaut werden, läuft mit Strom, Rähmchen schmelzen, sei es mit Gas oder mit Strom oder größere Imkereien, eben halt den Schwedenfeuerofen da. Da kommt halt Holz rein, das kostet alles Geld. Geräte, die müssen irgendwo in die Abschreibung rein, wenn man es anständig kalkuliert. Und das sind alles so Sachen. Liebe Imker, bitte rechnet mal eure Honigpreise aus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil wir gerade dabei sind, hast du Futter schon bestellt oder einen heißen Tipp? Okay. Hätte ja sein können. Nö, ich bestelle das Futter nicht. Wir haben hin und her überlegt, ob wir dieses Jahr Kubitäner uns anschaffen. Wir füttern aktuell mit den 25 Kilo Kanistern. Machen wir auch weiter, weil die Kubitäner, bei uns in der Halle ist es sehr warm und ich mag das Futter nicht in der Wärme stehen lassen durch die HMF-Steigerung. Also deswegen, ne, wir kaufen Futter von Grafschafter. Das ist bei uns hier um die Ecke. Und die Preise, die steigen natürlich auch, aber die Kanister, die sind dann leer, dann stehen die bei uns im Lager. Die werden dann einmal im Jahr gegen Spende abgegeben. Da kann dann jeder, der Kanister braucht, sagt Bescheid, ich brauche ein Kanister, ich brauche 10 Kanister, ich brauche 20 Kanister. Und dann steht da ein kleines Sparschweinchen, dann sollen sie das reinschmeißen, was ihnen das wert ist. Wir sind die Kanister los und die anderen freuen sich. Punkt fertig. Schöner wäre es für uns auch, wenn man die Kanister wiederverwenden könnte, im Sinne von auch Nachhaltigkeit, was wir eigentlich auch irgendwo leben würden wollen, täten. Ist ehrlich gesagt als Imker ein bisschen schwierig. Wir sind letztes Jahr 45.000 Kilometer gefahren. Also, Ja, ja. krass. Also, es ist. Wir versuchen viel zu machen, grüner Strom und etc. pp. Aber Ein alles kann man E-Auto, nicht machen, ne? es geht alles nicht. Ne? Und wie gesagt, wir leben davon und da muss man auch schon mal Kompromisse gehen und Aber hast du schon Preise gehört, irgendwie, wenn du sagst, Grafschafter bei nee, euch, was irgendwie. dies ist ja noch nicht. Letztes Jahr waren wir bei 22 Euro, glaube ich. Ich müsste jetzt genau nachgucken in Rechnung. Ich meine Ja, 22 gut, Euro für die letztes Jahr 25 ist, Kilo. ne? Weil Dies habe ich noch nichts gehört. Nee. ich habe Anfang der Woche ein bisschen telefoniert und habe gefragt, wo ich denn einen LKW bestellen kann, ne? So sind das Ja, irgendwie als Tankstelle. so.
Ja, wir kriegen hier in der Gegend mit ein paar Leuten, wir kriegen 18, 20 IBCs, kriegen wir zusammen. So, das ist dann ein Tanklastzug. Ja, die haben alle abgewunken, haben gesagt, nee, wir haben nichts. So, ist einfach, ist schade. Gibt nichts im Moment. Nee, Ich könnte, ich der hab noch eine, nichts gehört. ja, der eine sagte, er könnte mir anbieten, normalen Zucker, Großgebinde, Tonne, 1500 Euro. Und ich nehme mal an, da kommt für mich dann auch noch Steuern drauf. Also, da habe ich mich aber hingelegt. Das Das ist, das wird ist, ein ja. spannendes Jahr. Mal gucken. Naja, dann Betriebsweise anpassen, Bienen in einer Dadant-Kiste laufen lassen, auf eigenem Honig überwintern und das Kilo Honig für 80 Euro verkaufen. Ich glaube, da findest du einen Anbieter. Du musst dann nur ein gutes Das Marketing haben, aber es geht. stimmt, ja. Ich muss. Ich hab ja Styroporkisten, die verbrauche ich. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. es ist Das schwierig. Es ist schwierig. stimmt Ja, allerdings. super. Vielen, vielen Dank. Das war total spannend. Hat mich super gefreut, dass du eingesprungen bist und Ja, dass du gerne. so spontan uns quasi alles erzählt hast, was du machst und dann auch noch so einen interessanten Betrieb hast. Also, ich glaube, das wird eine erfolgreiche Folge, weil ganz viele Leute suchen ja immer danach irgendwie, wie man ihren Betrieb optimieren kann. Und du hast uns heute echt ein paar coole Ideen gegeben. Vielen, vielen Super, Dank. freut mich. Ja, sehr gerne. Und dann machen wir jetzt hier Schluss und dann kannst du mir gleich verraten, welchen Eiweißteig du nimmst. Nein. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns bei der Ciao. nächsten Folge.